Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute geht es um Zahlen. Und zwar, wir machen heute mal weiter mit unserem Langfristexperiment. Ne? Ihr erinnert euch, wir haben in drei verschiedenen Märkten Strangles verkauft und wir wollen einfach mal schauen, was ist jetzt aus diesen Positionen mittlerweile geworden. Mehr als ein halbes Jahr rum. Wir schauen mal, wo die jetzt stehen. Im Dezember letzten Jahres, also jetzt vor 7 Monaten haben wir dieses Experiment gestartet, um einfach mal zu schauen, Mensch, was kommt denn da raus? Was würde denn passieren, wenn man einfach sehr langlaufende Short Strangles verkauft? Und zwar, ihr wisst, wir haben uns ja drei Märkte herausgesucht. Wir haben uns Erdöl herausgesucht, wir haben uns den DAX herausgesucht und Gold. Und alle diese Märkte haben sich ja ein bisschen entwickelt. Wir haben das letzte Mal hier in den, ich glaube im März, haben wir das letzte Mal ein kleines Update gemacht. Und heute ist mal wieder soweit. Wir schauen mal, was daraus geworden ist. Und ich habe mir die ganzen Zahlen aufgeschrieben. Und ihr seht gleich auch die Charts dazu. Und es ist ganz spannend, was da so geworden ist. Denn man kann jetzt schon nach so 7 Monaten wirklich die ersten wichtigen Erkenntnisse daraus ziehen. Wo macht das Ganze Sinn? Wo macht es weniger Sinn? Ne? Und schaut einfach mal mit mir gemeinsam rein. Also, wir fangen mal an. Hier der erste Chart, und zwar, das ist Erdöl. Und da seht ihr, dass der Preis von Erdöl ist jetzt in den letzten Monaten, seitdem wir das gemacht haben, um ca. 12% gefallen. Und nichtsdestotrotz liegt unsere Position alles in allem rund $920 vorn. Wir haben ungefähr $1,100 Prämie am Anfang erhalten. Das heißt 920, 1100. Aha, wir haben also unsere 80% erreicht. Ne? Da der Punkt, wo wir normalerweise Future-Optionen zurückkaufen würden. Und ihr seht es auch hier ganz klar, der Preis ist gefallen. Die Call-Option ist von $630 auf $40 runtergefallen. Und die Put-Option selbst, die ist gefallen, und zwar von $480 auf $150. Das heißt, wir haben auf beiden Seiten verdient. Und das wäre jetzt eigentlich der Punkt, wo man sagt, okay, den Strangle macht man jetzt komplett zu. Wenn man es einzeln betrachtet hätte, hätte man wahrscheinlich den Call jetzt schon längst geschlossen und einen neuen dazugeschrieben. Aber wir wollen sie einfach mal laufen lassen. Ne? Also hier ein schöner Gewinner. Ihr seht, man verdient eben auch, wenn der Preis gegen einen läuft, wenn man nur weit genug weg ist und wenn die Volatilität mitspielt, dazu aber am Ende noch ein Wort dazu. Schauen wir uns das zweite Bild an, das ist der DAX. Ne? Und im DAX sehen wir ja genau die gegenteilige Entwicklung. Denn immerhin hat der DAX, obwohl es jetzt in den letzten Tagen ja ein bisschen runterging, 18% zugelegt seit Start dieses Experiments. Und wie wir uns das schon gedacht haben, ist natürlich hier der Call deutlich gegen uns gelaufen. Das heißt, den haben wir mal mit 92 aufgesetzt. Ihr wisst, im DAX, DAX sind Indexoptionen, jeder Punkt 5 Euro. Der ist von 92 auf 160 angestiegen, aber der Put, der 7, ist schon so weit weg, als hätte ich eine Brille, ne? So, nein, der 7600er Put, der ist von 178 auf 4 gefallen. So, und das heißt, wenn man das alles jetzt mal zusammenrechnet, liegen wir also jetzt auch hier im Plus. Paar hundert Dollar oder paar hundert Euro besser gesagt, liegen wir jetzt hier im Plus. Und warum ist das so? Naja, der Grund ist natürlich der, wir hatten hier eine spezielle Situation, nämlich, ihr wisst, wir haben ja am Anfang gesagt, okay, die Abstände machen wir anhand der Deltas fest, das gleiche Delta oben und unten, ungefähr 10er Delta, aber wir haben ja in den Aktienmärkten einen Skew. Das heißt, Put-Optionen kosten immer mehr als Call-Optionen. Warum? Weil alle immer das Risiko nach unten sehen, ne? Und deswegen sind die Puts teurer. Und ihr seht es ja auch, den Call angefangen mit 92, den Put dagegen mit 178. Und wenn das nicht so wäre, dann wären wir mit dieser Position im Minus, weil wenn die gleich gewesen wären, hätte natürlich der Call nicht so viel oder hätte der genauso viel Verlust gemacht, aber der Put hätte nicht so viel gebracht. Also der Gewinn aus dem Put hat den Verlust aus dem Call deutlich überkompensiert und deswegen liegen wir mit dieser ganzen Position jetzt im Plus. Aber ihr seht es natürlich auch im Chart, steigt das Ganze jetzt weiter an. Das heißt also, wenn jetzt der DAX weiterlaufen würde, und immerhin die Optionen laufen ja bis Dezember diesen Jahres, und wir lassen es auch einfach mal laufen, dann wird es hier hakelig in dieser Situation, weil der Put kann nichts mehr verdienen. Der kostet nur noch 4, also ungefähr 20 Euro, ne? Da ist nichts mehr zu verdienen. Steigt jetzt der Preis aber weiter an, kann der Call natürlich noch mehr unter Druck geraten. Und da müssen wir aufpassen, was da jetzt passiert. Ist ja das Spannende bei dem Experiment, es kostet uns kein Geld, wir schauen einfach nur weiterhin zu. Und, aber wir wissen schon mal hier jetzt, okay,
Das hat nur funktioniert aufgrund des Skews. So, letzter Markt. Hier haben wir jetzt Gold. Und es ist wirklich so, als hätten wir es geahnt. Ne? Der Erdöl ist gefallen, der DAX ist gestiegen. Und wenn wir uns allerdings Gold anschauen, dann ist letztendlich gar nichts passiert. Ne? In diesen 7 Monaten, es ging ein bisschen hoch, ging ein bisschen runter, letztendlich nahezu unverändert der Preis. Aber, und das ist jetzt das Tolle, schaut euch mal an, was mit den Optionen geworden ist. Die sind alle beide extrem nach unten gegangen. Und sodass wir jetzt hier in dieser Position über 2000 Dollar im Gewinn liegen. Die Optionen sind also bloß noch Pfennige, ja Pfennige vielleicht nicht, aber bloß noch ein paar Dollar wert. Wir haben ja am Anfang die Position verkauft, den Call für 1120 und den Put sogar für 1320 Dollar. Und ihr seht, wie die jetzt runtergekommen sind. Ne? Insgesamt sind die jetzt bloß noch 160 Dollar wert. So, und da sieht man also, das war natürlich das optimale Szenario. Also hier haben beide Optionen sehr, sehr schön verloren. Und was sind jetzt so die ersten Erkenntnisse oder die weiteren Erkenntnisse, die wir da aus diesem Experiment ziehen können? Natürlich mal Nummer 1, warum liegen wir mit allen Positionen vorn? Der Grund ist der Zeitwert. Der Grund ist ganz, ganz eindeutig der Zeitwert, weil das ist das, was alle Optionen dazu gebracht hat, an Wert zu verlieren. Zeitwertverlust, die Konstante für den Optionsverkäufer, die ist immer da, egal ob der Preis für oder gegen uns läuft. Und wir haben ja zwei Märkte, wo der Preis auch zumindest für eine Position logischerweise gegeneinander gelaufen ist, nämlich beim Erdöl und auch beim DAX. So, wir haben, das ist auch schon eine Erkenntnis, ein höheres Risiko, wenn der Markt einen Skew hat. Warum? Weil einfach die eine Seite nicht so viel verdienen kann wie die andere. Und wenn eben jetzt beispielsweise der Aktienmarkt nach unten gegangen wäre, dann hätte der Put, der schon teuer war, wäre noch teurer geworden. Der Call hätte nicht so viel verdienen können. Und jetzt kommt noch eins dazu, im DAX Volatilität, die ist ja gleichbleibend. Also es ist ja, zumindest war die gleichbleibend in den letzten Monaten. Ne? Da ist ja nichts passiert. Die DAX Volatilität war Ende letzten Jahres relativ niedrig. Die ist jetzt immer noch relativ niedrig. Das heißt, wir haben hier keinen Volatilitätsgewinn gemacht. Übrigens genauso beim Erdöl, auch da die Volatilität nahezu unverändert. Und wenn eben jetzt der Preis gefallen wäre, dann wäre natürlich die Volatilität im DAX angestiegen. Und das heißt, das hätte die Puts noch teurer gemacht. Das heißt, wenn ihr Strangles macht in Märkten mit einem Skew, und das sind in der Regel immer nur Märkte, wo auf einer Seite die Vola nur anspringt, also eben im Aktienmarkt, die springt halt nur an, wenn es nach unten geht, dann ist das eben immer die etwas riskantere Seite für einen klassischen Strangle. Ne? Nicht, dass man es nicht machen könnte, aber man muss immer das ein bisschen einkalkulieren. Und jetzt der dritte Punkt, beim Gold, da gibt es auch noch eine interessante Situation. Warum haben wir da so viel Geld verdient in der doch relativ überschaubaren Zeit? Und das hängt auch noch mit der Volatilität zusammen. Denn die Goldvolatilität, die ist jetzt seit Beginn unseres Experiments um 60% gefallen. Und das ist der Grund, warum es alle beide Optionen so enorm eingedampft hat. Das heißt, wir haben hier wirklich das optimale Szenario, einen seitwärts laufenden Markt, Zeitwertverlust und auch noch eine stark zurückgehende Volatilität. Und das bringt es natürlich dann, dass wirklich die Optionen so im Grunde jetzt wertlos sind, ne? Und da dürfte auch nichts mehr passieren. Wie machen wir jetzt weiter? Wie machen wir jetzt weiter? Wir lassen das Ganze natürlich jetzt weiterlaufen, um es einfach mal zu beobachten. In der Praxis würde man natürlich jetzt beispielsweise im Gold das Ganze rausnehmen und sagen, okay, Trade entweder beendet oder ich setze ihn neu auf. Wir wollen aber einfach mal gucken, was passiert, weil vielleicht ergibt sich ja noch eine größere Bewegung nach oben oder nach unten. Aktuell schaut es ja eher so aus, dass die nach unten geht. Wir werden es sehen. Und wir gucken einfach mal, was rauskommt. Spannend wäre ja auch zu sehen, was passiert denn beim DAX. Also wenn der DAX nach oben geht, am Ende dürfen wir nicht vergessen, angenommen, der DAX steigt jetzt beispielsweise, wir haben einen, was haben wir denn für einen Call? Ich glaube, eine 13.000, ich habe es jetzt nicht hier stehen, 13.400 oder so. Wenn jetzt der DAX mal angenommen auf 13.300 steigt, ne, dann muss er ordentlich Gas geben von heute an gesehen. Aber was würde mit dem Call passieren? Der würde auch wertlos verfallen. Ne, weil ihr wisst, am Ende hat er nur Wert, wenn er im Geld ist. So, das heißt, das wird noch eine ganz spannende Sache. Egal, ob es jetzt nach unten geht oder ob wir vielleicht eine Rallye kriegen. Das bleibt auf jeden Fall spannend zu beobachten. Und ich denke mal so, in 8 Wochen etwa, 8, 9 Wochen, schauen wir mal wieder rein. Es sei denn, es gibt in der Zwischenzeit wirklich in einem dieser Märkte eine dramatische Entwicklung. Dann schauen wir nochmal hin. Ansonsten lassen wir uns wieder ein bisschen Zeit und gucken, was ist. Wie gesagt, eins bleibt uns definitiv, der Zeitwertverlust, der
klick, klick, klick. Zuverlässig wie eine Uhr, der arbeitet jeden Tag. So, das war's für heute hier. Eure Meinung, Anregungen, Kommentare sind wie immer gewünscht und gefragt. Deswegen hier nutzt ganz ordentlich die Kommentarfunktion und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.